Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Gelsenkirchen Mod 2021. Und ich sehe gerade, wir haben noch nervige Musik nebenbei laufen. Die machen wir mal aus. Ihr sollt ja auch was verstehen können. Und wir sind nicht allein unterwegs, denn wir haben den lieben Gemini dabei. Moin! Servus, was geht? Alles fit? Bei mir schon, bei dir auch? Ja, natürlich, ich freue mich auf jeden Fall schon. Ich gucke ja jetzt gerade zu, ich bin selber nicht am Spielen. Ich werde also so ein bisschen meinen Senf dazugeben und bin mal gespannt, was du da für Zeugs fabrizierst, ne? Ja, das, Geht ja schon mal gut los, ne? Ja. Fahrzeug 22. Also wie? Ja, jetzt eigentlich meine Frage, wie willst du vorgehen? Es schaut ja so aus, als bräuchten deine Feuerwehrleute auch schon Dekon-P. Ja, korrekt. Fahrzeug 9. Was ist jetzt dein Plan? Das sieht doch so relativ planlos aus. Das ist in der Tat sogar noch nicht. Auch wenn es gerade so aussieht, wir brauchen kein Gefahrgut. Hier ist der AB Manf und der hat jetzt gerade AB Atemschutz. Das ist nämlich dann, dass man später Giftanzüge anziehen kann. Oder Anti-Giftanzüge. Alter, okay, hab ich mit. Aber was ist das da bitte für ein Straßenchaos? Das musst du unbedingt aufräumen. Was ist da denn los? Das Ding ist, Alter, Sonneneinsatz spielst du nicht alleine. Ja, du jetzt schon. Ich kommentiere nur. Ja, das sehe ich. Aber Anlandstufe in der Höhe, ne? Hauen wir direkt raus. Hier hinten packen wir mal die ganzen ELWs. Drehleiter und sowas brauchen wir leider nicht. Oh, na. Ach stimmt, ja, ich hab's vergessen. LOL. Ja, korrekt. Okay, ist jetzt sowieso egal. Ich habe die Chemiewolke erweitert. Was bedeutet, ihr könnt erstmal wieder einsteigen und Vollsperrung in allen Richtungen machen. Pylonen müssten wir setzen und zwar hierhin. Also ich mache jetzt erstmal so einen äußeren Ring, nenne ich es jetzt mal. Und von dort aus werde ich die ganzen Einsatzfahrzeuge erstmal mit PA bzw. mit Gift, Chemieschutzanzug ausstatten und dann, so der Plan, hoffentlich auch erfolgreich dekontaminieren. Aber, okay, der kann nicht raus, ist egal. Dann kann hier schon mal der ELW aufbauen. Ist rausgejoint. Kann passieren. Ja, glaube ich. Ah, nee. Nicht hier hin, das ist ja, bringt ja gar... Achso, das ist doch AB-Manf. Ja, nee, egal. Hab ich auf jeden Fall schon. In nächster Zeit dann wirklich mal gemeinsam EM4 zu spielen. Wird auf jeden Fall, wird bestimmt lustig. Schon unterwegs. Lustig. Chaotisch wird's. 15 verletzte Personen. Ja. Brandausbreitung, übergreifende... Ja, ich würde sagen, das Chemiewerk brennt lichterloh. Ja. Ich habe nicht Chemie aufgepasst. Du solltest dich beeilen. Feuer und Chemie ist nicht so gut. Ja, das ist korrekt. Da ist auch noch einer. Ganz ehrlich, jetzt kannst du eigentlich schon als normaler Spieler sagen, ey, da kannst du ja gar nichts machen. Da brauchst du nicht mal anfangen. Fahrzeug 3. Irgendwas zu machen. Naja, ich persönlich würde mich ja immer auf erst, ne, auf die Menschenrettung konzentrieren, dann in der Ja, alles schön und gut, aber hier, guck mal, selbst von der Druckwelle, hier vorne ist was explodiert, glaube ich, hier vorne, genau, hier vorne. Und der Typ hier hinten ist mit umgeknallt. Also wenn das nicht mal eine Druckwolke war... Und ich hoffe jetzt auch mal, dass das reicht. Lol, als ob die auch umgeknallt sind. Ja, wir haben noch einen ABC-Erkunder. Hier hinten, Wache 4. Das Problem ist, ich verfahre jetzt gerade nach der alten Strategie, wie ich sie vorher gemacht habe. Und zwar ist die alte Strategie von mir gewesen,
da hatte ich die Chemiewolke noch nicht ausgeweitet auf diese Straße hier. Also nicht hier, das ist mein Problem gerade, weil ich die sonst hier immer alle hingestellt habe. Dass die sonst, weil ich die jetzt hier alle aussteigen lasse und die sind dann gleich schon direkt kontaminiert, das wollen wir nicht. Hoffen mal, dass das ist ein bisschen suboptimal. Ja, das stimmt. Hoffen mal, dass die auf dem Weg dort rein nicht kontaminiert werden. Na, ich bin gespannt. Hier vorne haben wir noch eins. Aber es könnte auf jeden Fall schwierig werden, trotzdem da irgendwen zu retten. Also ich kann jetzt hier versuchen, hin und wieder mal ein, zwei ins Dekon zu werfen, aber ganz ist ehrlich... Ist so typisch, ne? Typisch deutsch. Ach, da brennt was. Ach, ich lauf da lang. Ich muss zum Termin. Ja. Muss meine Steuererklärung noch wegbringen. Sowas in der Art. Das hatte ich heute auch, ey. Blöde Bürokratie. Ständig muss man ein neues Dokument nachreichen, ey. Das ist bekloppt. So, ich alarmiere mal die FF oder beziehungsweise Feuerwehr von außerhalb. Da bin ich auch gerade dabei, etwas zu verändern. Ja, alarmier mal alles, was Reifen hat. Ja, das habe ich auch schon öfters gesagt. Moin, Gustav. Du bist in der Aufnahme. Oh, moin. Habe ich gar nicht gehört. Ja. Ich wollte nur ganz kurz gucken, was ich spiele. Fahrzeug 16. Wir nehmen gerade eine Runde Emergency 4 auf. Genau, nicht 5. 4. Ja, dann spielen wir schon weiter. Kannst du demnächst auf YouTube sehen. Ich wünsche dir dann auf jeden Fall einen schönen Abend, ne? Fahrzeug 11. Oh, schon ist er weg. Genau, schon weg. Passiert. So. Also wir haben hier einen schon mal dekontaminiert. Ein. Ja, super. Okay. Einer ist besser als keiner. Vielleicht sollten wir uns merken, fürs nächste Mal in den Aufnahmechannel zu wechseln. Ja, wäre gut. Ich glaube, wir sind gerade im Musikchannel, aber naja. Ja, wir gammeln im Musikchannel rum. Passiert. So, also ehrlich gesagt... Achso, was? Ah, hier. Was gibt's? Deswegen. Ich muss jetzt erstmal alle... Ja, erstmal Chemieanzug, ne? Ja, genau. Erstmal Chemieanzug. Alle an. In der Hoffnung, dass die dann... Hier steigen wir wieder alle ein. Ja. Und... Ab dem Zeitpunkt ist leider unser Spiel abgestürzt. Schade drum. Wirft natürlich euch als trotzdem gefallen. Und dann sehen wir uns in einem neuen Video. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.